SEK-Einsatz in Gummersbach deckt illegales Glücksspiel auf, Tatverdächtige festgenommen. Zu einem brisanten Einsatz kam es am 24. August kurz nach 1:40 Uhr, als die Polizei im oberbergischen Gummersbach eine Razzia gegen illegales Glücksspiel durchführte. Gemeinsam mit Bereitschaftspolizei und SEK wurden eine mutmaßliche Spielstätte sowie Wohnanschriften von Verdächtigen in Gummersbach, Bergneustadt und Meinerzhagen durchsucht. Im Fokus stehen vier Männer zwischen 31 und 53 Jahren. Sie stehen im Verdacht, Veranstalter von unerlaubten Glücksspielveranstaltungen zu sein. Die Durchsuchung in den frühen Morgenstunden des fraglichen Tages brachte einen bedeutenden Fund. In der vermuteten Spielstätte wurden 13 Personen angetroffen. Die Durchsuchung ergab, dass mehrere Spiel- und Wettautomaten, ein Spieltisch, Mobiltelefone und ein hoher 5. Liga-Bargeldbetrag sichergestellt wurden. Diese Beweismittel könnten für die laufenden Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein. Rechtliche Grundlage für die Aktion waren Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Köln. Diese wurden in den frühen Morgenstunden vollstreckt. Die Ermittlungen dauern an. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.